Hi Leute, grüß euch. Rika Feiernet ist jetzt in der zweiten Generation. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann bleibt dran und lasst jetzt schon mal einen Daumen da. Bis gleich. Ja, Rika Feiernet kommt in die zweite Generation. Ende letzten Jahres hat Rika bekannt gegeben, dass das Rika Feiernet, wie es vorher war, Geschichte ist und hat das Rika Feiernet zweite Generation rausgebracht. Das hat dazu geführt, dass wir in der Übergangszeit ziemlich lange warten mussten auf diese Feiernets, aber jetzt sind sie eigentlich ja, wieder verfügbar, kann man sagen. Dauert zwar immer noch, also wenn ich jetzt heute ein Feiernet bestelle, dauert es immer noch ein bisschen, aber wenn man so wie wir sich damit bevorratet hat, dann hat man eigentlich immer ausreichend da. Ja, was hat sich geändert? Das ist das alte Feiernet. Ganz unspektakulär, dieser USB-Stick, sieht aus wie ein USB-Stick, ist aber ein Sender und Empfänger mit dieser kleinen Antenne dran. Und auch das neue Feiernet, ich habe es hier mal, hat, ich mache es mal auf, habe ich zum einen die Bedienungsanleitung, wie vorher auch, dann eine kleine Anleitung, wie ich das Rika Feiernet mit Alexa verbinden kann. Hat sich auch nichts geändert. Und hier ist das eigentliche Feiernet. Unterscheidet sich jetzt auf den ersten Blick fast gar nicht. Ich komme mal dichter ran. Aber vielleicht könnt ihr es schon sehen. Der einzige Unterschied ist, beim neuen Feiernet ist das WLAN-Symbol bläulich gefärbt. Was hat sich denn jetzt tatsächlich geändert? Es war eigentlich immer so, dass umso weiter die Technik, die allgemeine Haustechnik in Sachen WLAN fortgeschritten ist, kam das Feiernet in der ersten Generation ja immer so ein bisschen hinten an. Das heißt, es hat dazu geführt, je nachdem wie alt der Router auch war im Haus, dass es immer zu Abbrüchen kam. Das heißt, morgens wollte ich den Ofen starten und er hat keinen WLAN-Empfang mehr gehabt. Und dann musste ich es wieder komplett neu einrichten und dann lief es wieder. Aber es konnte sein, dass am nächsten Morgen oder ein paar Tage später schon wieder das WLAN abgebrochen ist. Und das hatte immer damit zu tun, dass die Router, wenn sie älter sind, öfter mal ein Update machen. Und bei diesem Update flog oftmals eben das Feiernet raus. Das soll laut Herstellerangaben beim neuen Feiernet nicht mehr der Fall sein. Ist einfach eine stabilere Verbindung zum Heim-WLAN. Und die Erfahrung haben wir auch tatsächlich gemacht. Wir haben es jetzt schon einige Mal eingebaut und seitdem gab es wirklich keine Probleme mehr. Also eine ganz tolle Sache, da hat Rika wieder ordentlich was getan. Und ja, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auch sonst Fragen stellen, einfach hier unten in die Kommentarleiste oder tauscht euch mal aus mit eurer Erfahrung. Feiernet und neues Feiernet. Ganz wichtig, wenn ihr euch dieses Feiernet bestellen wollt, beim Fachhändler kein Problem, der wird es da haben oder kann es auch schnell besorgen. Aber wenn ihr im Internet ein Feiernet bestellen wollt, achtet immer drauf, dass ihr die zweite Generation bestellt, nicht mehr die erste. Aber ganz wichtig zu wissen, das neue Feiernet läuft auch nur mit der neuesten Software. Das ist die 2.29. Bekommt ihr so jetzt nicht mehr einfach bei Rika auf der Homepage. Daher wendet euch am besten an euren Händler und der kann euch die auch einfach zum Beispiel bei der nächsten Wartung einfach mit auf die Platine raufspielen und dann habt ihr auch gleich die neueste Software drauf. Das alte Feiernet, bitte immer beachten, geht maximal bis zur Software 2.28. Anders ist es nicht kompatibel. Ja? Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach in die Kommentarleiste. Ansonsten, wenn ihr das interessant fand, lasst einen Daumen da. Ansonsten abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Dani. Tschüss.